Hallöchen Leute, da sind wir wieder zurück bei Naruto Shippuden, Ultimate Ninja 4. Im letzten Part haben wir endlich die Mission bekommen, Gaara zu retten. Und sind nun auf dem Weg nach Sunagakure. Haben es im letzten Part nicht ganz geschafft. Aber... Huch! Schön, die Maditen. Haben die sich jetzt resettet, weil ich gespeichert habe? Das ist ja ziemlich dumm. Naja, wir kämpfen jetzt halt nochmal. Sollte ja kein allzu großes Problem sein. So, Bogenschützen wieder, unsere Liebesgegner und das Buch vielleicht. Und Rasengan. So, fast zwei. So, du kommst jetzt noch weg. Dankeschön. Autsch. Ab, du scheiß Bogenschütze. Bogenschütze sind immer die miesesten in Spielen. Ja, die Passaktion verpasst. Zur Scheiße. Es fängt schon mal gut an. Zur Lebensanzeige sieht auch nicht mehr so gerade so frisch aus. Die zweite brauchen wir eigentlich nicht einsetzen. Das Gute ist echt, die treffen uns nicht in die Passaktion. Ah, Mist. Und zack. Angestürmt. Das soll es gewesen sein und ich heile gleich Naruto auf, glaube ich mal. Lebensanzeige sieht nicht mehr so frisch aus. Haben wir den Kampf nochmal geschafft. Ich glaube, er wurde resettet, weil ich habe im Wald gespeichert gehabt. Und Aktionsstufeaufstieg, das ist ja schön. Das Rasengan in der Luft, okay. Die maximale Gesundheit zur Chakra-Leiste erhöht sich und Rasengan in der Luft. Du hast Rasengan in der Luft gemeistert, das mit Dreieck und Kreis mit Sprung ausgeführt wird. Okay. Brauchen wir das? Ich weiß es gar nicht. So, damit wäre es geschafft. Oh, unser Lebensleiste ist wieder aufgefüllt. Okay. Das erleichtert ja einiges. Stille Ödnis. Da steht wieder ein... Kein Gesicht, Ninja. Ein kleiner Konamaru. Ja, das überspringen wir wieder. Und der Kampf sollte nicht allzu schwer sein. Konamaru ist ja noch ein kleiner Ninja. Zumindest diese Version. Der jüngere Konamaru. Los geht's. Ah, er ruft seine Kumpanen her. Ja, sollte echt kein Problem sein. Haben die ganze Zeit draufballern. Und ja, so niemand was macht, das ist immer so die schönste Stelle im Kampf. Einfach Kunas auswerfen. Und der läuft mir genau entgegen, richtig schön. So ein einfacher Kampf ist ja auch mal was. Falsche Richtung, Naruto. Naja, probier's das gar nicht. Und das war's. Die Kämpfe sind immer so laut. Da höre ich mich gar nicht selbst reden. Oh, 1000. Ich hab gewonnen. Team Konamaru und 1000 Ryo nur. Aber reicht ja. Fürs Erste. Wie gesagt, ich will versuchen, zumindest alle Trophäen und so weiter alles einzusammeln. Aber das könnte schwer werden. Mal schauen. Ja, wir lesen nochmal kurz in unserem Büchlein nach. Schön, dass ich weiß nicht mehr, was wir abgehackt hatten. Choji hatten wir. Hinata hatten wir. Asuma. Nee, hatten wir auch schon. Ach da. Kein Gesicht, Team Konamaru. Er übernimmt auch die Rollen von Udan und Moegi und deren Kombo-Attacken darf er nicht auf die gleiche Schulter nehmen. Naja, so schwer war es jetzt nicht. Hinten sehen wir schon die Mauern von Sunagakure. Ah, oh, nicht schon wieder. Die tauchen hier echt überall auf. Kein Wunder, dass wir nicht vorankommen. Wir müssen doch langsam mal lernen, dass sie hier nichts gegen uns ausrichten können. Kommt, versammelt euch ein bisschen. Ich
Ich will doch nicht mal eintreffen. Ist ein bisschen lame. Ja, fuck. Ich hasse Bogenschützen, habe ich das schon mal erwähnt. Oh, den haben wir gleich down. Ja. Ah, den willst du was down machen. Die Anvisierung ist manchmal so sehr komisch. Alter. Ich bin so ein verkackten Bogenschützen hier. Ja. Ich hasse euch. Autsch. Zack. So, bei der Aktion. Heben wir uns noch kurz auf. Hier erstmal die Kisten zerstört. Im Sprung. Ich wusste gar nicht, ob man das kann. Und. Das war's. Noch einer. Und bam, bam und zack. Sehr schön. Wieder ein bisschen Geld und EP. Sie lernen auch nicht aus. Ich wollte mal kurz was gucken. Auch das Notizbuch. Wie viele Aktionsstufen wir jetzt schon haben. Ah, zwei fehlen uns noch. Und ein bisschen EP. Über 2000. Das könnte noch ein Weilchen dauern. Also wir sprinten mal ein bisschen. Da geht es zumindest ein wenig schneller. Tsunagakure Tor. Oha, was erwartet uns jetzt wohl? ガラは、ガラはどこだってばよ。落ち着いてなると。いや、すみません。こいつ熱くなると止まらないもので。 それで、あの、ガーラ君は?ガーラは、暁に連れて行かれ、まだ見つけられずにいる。どうやら、川の国方面に向かったとの情報は入ったが。川の国か。暁の追跡はどうなってるんです?勘九郎が奴らの後を追ったのだが、逆に、 敵の毒にやられ。毒に?医療班が言うには、解毒方法がわからず、このままでは長くはないと。大丈夫です。ん?私が見ます。さくらちゃん。頼む。 どうだったの、さくらちゃん。うん、直接毒抜きをしたから、もう命の危険はないわ。よかったってばよ。まさか、ここまでの技術を持った医療忍者がいるとは。でも、まだ完全に毒がなくなったわけじゃないんです。完全に毒を消すためにゲドク薬を作らないと。ゲドク薬? ねえ、ナルト、ちょっとお願いがあるんだけど。ああ、俺にできることがあるなら、何でもやるってばよ。じゃあ、この近隣の砂漠に、解毒サボテンっていうサボテンがあるんだけど、その茎の一部を取ってきてくれる?それだけ、今手元にないのよ。解毒サボテンだな。わかったってばよ。解毒サボテンは、この時期、白い花を咲かせているはずよ。 Na, dann auf geht's zur Kaktusjagd. Ein Kaktus mit weißen Blüten suchen wir.
Nein, Entgiftungskaktussuche. Suche in der Wüste nach dem Entgiftungskaktus. Vergiss nicht, der weiße Blüten hat, verwechseln nicht mit normalen Kakteen. Was soll ich machen? Aber wir sind hier in Sunagakure. Wir können uns ja noch ein bisschen umgucken, mit den Leuten reden. Okay, also anscheinend nicht so bekannt, was Gaara benutzt hat. Also mit den beiden wollen wir nicht reden. Reden wir mit ihm hier. Okay, die Leute können anscheinend noch nicht glauben, was so wirklich hier passiert ist. So, hier sind... Oben drauf bestimmt, ja. Wir schaffen das schon, keine Angst. Das ist ein Erinnerungsfragment, sehr schön. So, die Kamera kann man nicht drehen, ist ein bisschen blöd. Und das ist eine Frosche, eine Kröte. Yamatora. Huch, nein, nicht springen. Krötenschrift. Yamatora. Gamatoshis Partner. Es gibt nichts, was diese beiden zusammen nicht stehlen können. Augenblicklich hilft er Gamatoshi dabei, Sunagakure auszuspähen. Okay. Jetzt muss ja Gamatoshi auch irgendwo hier sein. So, da schon mal nicht. Ist irgendwo noch ein Vordach, wo ich drauf kann. Hier nicht. Hier ist ein Laden, glaube ich. Ja. Ich glaube, wir brauchen im Moment nichts. Können wir auch was verkaufen. Teure Vase können wir verkaufen. Und die Feuermünzen. Ja. Bitte, bitte. Ich kaufe doch mal gerne Sachen ein. Kasekage-sama ga tsukamatta to kiita ga, hontou nano ka? Uso da yo na? Kusso. Iyame no kan ga suru. Kasekage-sama, dokka gobuchi de. Oh man, die armen Leute hier, die sich Sorgen machen. Ich finde schön, dass auf dem Schild hier Omiyaka draufsteht, was Souvenir heißt. Ach, wenn man Sachen lesen kann, ist immer so ein schönes Gefühl. Hier kommt man doch bestimmt auf das Dach. So, ah, hier ist noch ein Erinnerungsfragment. Und eine Frau. Oh man, die armen Leute hier. Ah, da sind noch ein paar Schriftrollen. Warum muss der andere Frosch hier sein? So, hier ist ein Verkaufsautomat. Da ist der andere Frosch. Yamatoshi, sehr schön. Nein, ich springe Naruto. Oh, Krötenschrift. Yamatoshi. Dieser Frosch ist auch als der Phantomdieb bekannt. Zusammen mit Gamatora will er in Sunagakure den versteckten Schatz stehlen, okay? Zurzeit sammelt er aber Informationen über diesen großen Kuh. Ich glaube, das ist Kuh. Bisschen, ah, hier ist noch eine große Schriftrolle. Komm her. Also, hier ist sonst noch irgendwas? Ah, das ist, glaube ich, auch ein Händler. Ich hab dich gar nichts gefragt. Nein. Lass Naruto, hör auf ihn anzuvisieren. Ich will nur diese kleinen Schriftröllchen hier haben. Das war's. Da kara konkai no koto wa
So, da haben wir noch eine Frau mit einer Quest. Wir reden mal mit ihr. Ja, ein Geschenk fehlen. Das Wort ein Geschenk für den Geburtstag ist so eine Suche, ein passendes Geschenk. Okay. Ja, wir nehmen es mal an. やっぱり同じ年代の子に選んでもらった方がいいものね。もうおばさんくらいの年になったら何が欲しいのかわからないし、大変だったのよ。じゃあ悪いんだけど、息子の特徴をまとめたメモをあげるから、それを元にプレゼントを買ってきてちょうだい。わかったってばよ。 Okay, Naruto überfliegt die Notiz. Wir gehen aus einer Kur, 10 Jahre alt, respektiert den 5. Hokage. Schlecht in der Schule, sehr guter Sportler. Ah, soretto. Daikin wa kono shouhinken de shiharatte ne. Okay, du hast ein Memo der Züge des Sohns und Präsento katta ra koko ni modotte kite choudai. Tanonda wa yo. Sore ja, gyoushounin ni demo soudan shite miru ka. Ach, zum Händler. Der Händler, der einen für Geschenkzertifikat eintauscht, besucht die Stille Ödnis. Such ihn und wähle ein Geschenk. Okay. Jetzt ist nicht der hier, sondern der Stille Ödnis der. Oder? Nein. Dann verlassen wir mal das Dorf und suchen den Gegenstand. Wir müssen ja eh noch. Den Speicher nicht ab. Wir müssen ja eh noch den Kaktus finden. Das erledigen wir schon. Keine Sorge. Stille Ödnis. Da hinten steht bestimmt der Händler. Mal schauen. Huch. Ach, da ist er. あのさ、誕生日プレゼントを買いたいんだけど、それってはここで売ってる？誕生日プレゼントですかい？だったらうちに任せてくださいね。商品券で買えるものがいいんだけど。その商品券ですと、これくらいですね。世界観ブー、世界観ブー、ミッションズ・ウォー、バイター。 Werkzeugset. Ich glaube, das Konoha-Ninja-Werkzeugset müssen wir, glaube ich, kaufen. Oder er hat gesagt, er hasst Sport. Scheiße. Naja, egal. Ich hätte doch speichern sollen. Stimmt, er hasst Sport. Ich soll dort nicht erlesen. Entschuldigt. Der Socken, Kage Ninja, Welche Zettel haben wir nicht drin? Sehr gut. Ich bin begeistert. Na, wir werden mal wieder zurück. Muss die Mission halt gleich nochmal machen. Es geht ja schnell. So, die Wege sind immer ein bisschen. Langatmig. So, ist bestimmt das Falsche, was wir gekauft haben. Okay. So, das Richtige. Sehr gut. Ich habe nichts gesagt, Leute. Ich habe nichts gesagt. So, aber ich denke mal, den Kaktus suchen wir dann erst im... Alter, ruckelt das gerade? Suchen wir dann erst im nächsten Part. Wir haben ja schon viele Informationen gekriegt in diesem Part und mal schauen. Ich hoffe, wir können Kankuro irgendwie retten. Er könnte uns ja eine große Hilfe sein in unserer Mission. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis dahin. Macht's gut.
und ciao.